In den 30ern und 40ern wurde die Kapelle renoviert. Die Arbeiter fanden mehrere in den Fels gehauene Symbole. Unter ihnen war ein schöner Ouroboros. Wo? Das ist ja erstaunlich. Also, wo ist er? Oh, er ist nicht mehr da. Ach. Man betrachtete ihn als Blasphemie und hat ihn zugegipst. Liebling, ich glaube, es wird Zeit für uns zu gehen. Der Weg zur Erleuchtung wartet auf niemanden. Das Los des Pilgers, George. Es war so nett, Sie wiederzusehen und Ihre Freundin zu treffen. Wir sind kein... Nehmen Sie das, Nico. Man weiß nie, wann man sowas braucht. Und passen Sie gut auf unseren George auf. Das arme, versprengte Lamm. Ich bin kein... Keine Sorge, das versprengte Lamm ist in guten Händen. Gute Reise wünsche ich. Wiedersehen, meine Lieben. Tschüss, macht's gut. Schreibt eine Karte. Wenn ihr wisst, wo ich wohne, macht's gut. Man sieht sich. Alles toll, bis dann. Nico, hör mir bloß auf. Versprengtes Lamm? Konzentrieren wir uns auf die anstehende Aufgabe, ja? Also dieser Ouroboros, den Pearl erwähnt hat. Richtig, den müssen wir finden. Ich habe eine Idee. Ich wollte das vorhin schon machen und er hat's abgelehnt, aber... Wer weiß? Ich hoffte, es war richtig, das zu tun. Wie gesagt, ich wollte das vorhin schon machen. Es war klar. Hey, Nico, ich hab den Ouroboros gefunden. Und was jetzt? Pearl hatte recht. Der Gips hatte einen Ouroboros verdeckt. Gut, es war so klar. Man hatte einen modernen Gipsaltar an die Wand gebaut. Ich drückte auf den Ouroboros, aber es tat sich nichts. Ich hab da noch einen, den wir reinsetzen können. Moment. Mal schauen. Das Medaillon stimmte mit dem Ouroboros an der Wand überein. Es war klar. Aber er macht es nicht. Das Medaillon stimmte mit dem Ouroboros an der Wand überein. Muss ich das Medaillon erstmal kaputt machen? Nö, auch nicht. Okay, also wir haben den Ouroboros gefunden. Wir haben hier das Bild. Das würde nie funktionieren. Okay, wenn er zu schwach ist. Den Ouroboros hatte ich schon gefunden. Ich musste die Kapelle nicht weiter demolieren. Schade, ich dachte, er könnte jetzt mit voller Kraft dagegenhauen. Das würde nicht funktionieren. Muss ja hier irgendwas? Die schwarze Madonna war eindeutig der Mittelpunkt dieser Kapelle. Die Nische macht noch keinen Sinn. Da war eine Nische in der Wand, über der Puritas stand. Das wäre nutzlos. Kann ich da auch gegenschlagen mit dem Hammer? Oh. Ich beschloss erst, andere Möglichkeiten auszuloten, ehe ich anfing, religiöse Artefakte zu zerstören. Ja, entschuldigt. Ich wollte ja auch nicht gegen die Madonna, ich wollte ja gegen die Nische hauen. Das würde nicht funktionieren. Auch nicht. Und hier mit der Felswand? Das wäre völlig sinnlos. Ich red mal mit Nico. Vielleicht eröffnet sich dann etwas. Nico? Okay. Was hältst du von all dem hier? Wenn ich Immobilienmaklerin wäre, würde ich sagen... Es hat Potenzial? Genau. Ich würde sagen, das wirst du sehr schlecht los. Wer will denn eine alte Kapelle, die auch noch baufällig ist, kaufen? Ah, wird schwer. Ich habe da drüben eine Statue gefunden, eine schwarze Madonna. Toll! Was hast du darüber herausgefunden? Das ist alles, was ich habe. Na, das ist ja nicht sehr viel. Aber sie fragt so komisch nach. Fällt dir irgendwas ein? Wenn der Ouroboros für verborgenes Wissen steht, vielleicht müssen wir noch etwas anderes tun, damit es enthüllt wird. Okay. Was hältst du von dem Räucherwerk? Riecht vertraut.
So wie in der Kirche? Nicht ganz, aber das passt schon. Jo. Pearl hat es geschluckt, die fand das gut. Wieso klingt dein Ave Maria so viel besser als meins? Die katholische Erziehung. Nö. Außerdem, ich fand immer noch, ihr Ave Maria hörte sich nicht wie ein Ave Maria an. Gefällt dir die Beleuchtung, Nico? Sieht himmlisch aus, George. Ja, okay. Die schwarze Madonna war eindeutig der Mittelpunkt dieser Kapelle. Wir haben aber mit der noch nichts herausgefunden. Die schwarze Madonna war eindeutig der Mittelpunkt dieser Kapelle. Wartet. Das würde nie funktionieren. Nein? Ich zog an dem Ouroboros, aber er bewegte sich nicht. Moment mal. Er hat erst gedrückt, jetzt zieht er dran. Was macht er noch? Ich drückte auf den Ouroboros, aber es tat sich nichts. Ich zog an dem Ouroboros, aber er bewegte sich nicht. Aber wir hören was. Da war eine Nische in der Wand, über der Puritas stand. Die schwarze Madonna war eindeutig der Mittelpunkt dieser Kapelle. Da sagt er nicht mehr. Das wäre völlig sinnlos. Ich wollte eigentlich die mir angucken. Was stand hier? Weißes Licht, reines Licht wird siegen, so stand es geschrieben in alten Schriften. Der dritte Abschnitt lautete: Reines Licht, weißes Licht, reines Licht wird siegen. So stand es geschrieben in den alten Schriften. Bekräftigt durch die Tabula Veritatis. Und dies waren ihre letzten Worte. Interessant. Mhm. Da stand noch mehr über Licht und irgendwie hatte die Tabula Veritatis damit zu tun. Simeon hätte gewusst, was das alles bedeutete, aber unglücklicherweise war Simeon tot. Okay, aber wenigstens haben wir mittlerweile eine Übersetzung für die ganze Sache. Die war ja eine Zeit lang. Das war ein Kurbelgriff. Ich kann hier nichts mehr runterkurbeln? Wartet mal. Wir kommen ja jetzt an die Kerzen, wo Pearl vorher stand. Ach, guckt mal, hier kann ich jetzt gar nichts mehr anklicken. Kerzen. Kerzen, massenweise Kerzen. Dann nehmen wir mal welche mit. Vielleicht brauchen wir welche. Ich hatte schon eine Kerze. Eine Kerze haben wir. Dann gehen wir mal zurück. Vielleicht brauchen wir da Licht. Auch wenn wir oben ja eigentlich den Kerzenleuchter hätten, aber ist ja egal. Mal gucken. Also, hier. In die Nische. Ich hatte eine Kerze in das Loch gestellt, über dem Puritas stand. So. Jetzt drücken wir mal. Ich drückte auf den Ouroboros, aber es tat sich nichts. Ich zog an dem Ouroboros, aber er bewegte sich nicht. Okay. Achso, muss ich die Kerze noch anzünden? Ist die nicht an? Kann ja sein. Was war das für ein Geräusch? Ja. Musik, Licht, Klacken. Ich wusste es. Noch ein Geheimgang. Erstaunlich, George. Wir haben's. Wie hast du das gemacht? Wieder mal ein klassischer Fall von Stobbard-Magie, Nico. Es sieht etwas finster aus da drin. Hast du Angst, George? Ach, nö. Wo? War nur in Sorge, dass du stolperst, sonst nichts. Nehmt eine Kerze mit. Es gab hier ein paar. Eine kurze und sehr dunkle Kletterpartie später. Boah, was für eine finstere Höhle. Jetzt wird's wirklich finster.
Die Tür macht mir eher Sorgen, George. Die geht sicher wieder auf, wenn wir eine Minute warten. Wir haben keinen Grund zur Panik. Woher? Etwa eine Minute später, aber woher wusste die Tür, wann sie zugehen muss? Jetzt haben wir Grund zur Panik. Ja. Hilfe! Alle Achtung, Nico, du bleibst ja ziemlich ruhig. Seit ich mit dir unterwegs bin, George, habe ich mich an sowas gewöhnt. Würde ich ständig ausflippen, wenn wieder mal eine Tür hinter uns zufällt, dann... Hast recht. Was fasel ich eigentlich? Keine Ahnung. Sieh zu, ob du die Tür aufbekommst. Und ich schaue mir die... finstere, muffige Höhle an. Ja. Im Dunkeln rumzutasten machte mir wenig Laune. Mhm. Aber naja, das tat ich schon mein Leben lang. Also, was soll's? das wird nichts, was Nico da hinten macht. Nico blieb unter Druck ganz ruhig, wie immer. Ich red noch mal mit ihr, bevor ich weitergehe. Hey, Nico! Hi, George! Hast du die Tür aufgekriegt? Nein, George, noch nicht. Wenn du irgendwo Licht findest, können wir den restlichen Raum absuchen. Mach ich. Ich habe ein Streichholz. Wand. Und eine Wand. Die Wand fühlte sich an, als sei etwas hineingemeißelt. Ich sag's nochmal. Sie hatten oben ganz viele Kerzen und sie haben nicht eine mitgenommen. Sehr gut. Wir haben übrigens nur noch ein einziges Streichholz. Mein letztes Streichholz wollte ich nur benutzen, wenn es sein musste. Mist. Okay. Wir haben nur noch ein Streichholz. Großes Ding. Das Gebilde hatte Äste wie ein Baum. Anzünden. Glatter Stein. Fühlte sich kalt und glatt an, wie blank geriebener Stein. Okay. Dickes Ding. Es fühlte sich kühl an, wie behauener Stein. Aha. Na, hoffentlich steht hier nichts, irgendwas Lebendiges. Eingebildeter, bösartiger Mitbewohner. Mein Verstand spielte mir im Dunkeln Streiche. Na, wer weiß. Es war Stein mit einer Vertiefung und Igitt einer öligen Substanz darin. Perfekt. In der Mitte war eine Art dünner Faden. Perfekt. Feuerschale. Hey Nico, ich glaube, ich habe ein Licht gefunden. Und? Ein Schockmoment. Boah! Das muss Genen sein. Ramon sagte ja, er sei verschwunden, als er in den Bergen nach der Tabula suchte. Hier ist er also gelandet, tot in einer Höhle. Also, Genen. Aus der Nähe betrachtet würde ich sogar sagen, der hat sich das Hirn weggepustet. Tutu caputo. Genen okay, Senior. Hey George, ich hab's kapiert. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber schau mal, gnostische Symbole. Du hast recht. Die Farben, die Bäume. Aber wer ist die da? Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Ist es aber nicht, glaube ich. Wie meinst du das? Das rote Gewand. Und außerdem ist sie oben ohne. Das muss Maria Magdalena sein. Na klar, Marquess hat gesagt, dass die Gnostiker sie verehren. Das hier ist so eine Art gnostischer Schrein. Die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Vielleicht ist an den Figuren irgendetwas? Aber wenn es so offensichtlich wäre, hätte Genen es dann nicht gefunden? Tja, keine Ahnung. Wir gucken uns um. Also das ist Genen Senior. Gut, dass ich nicht allzu viel angefasst hatte, ehe die Lampe an war. Genen Senior und Junior, den haben wir ja schon getroffen. Der hat ja so getan, als ob er zu Interpol gehört. Es war weniger angenehm, sich Genens vertrocknetem Leichnam zu nähern. Aber wir mussten rausfinden, wie wir dort wegkamen. Also, Vinu. Genen war nicht untätig gewesen, ehe er sich das Licht ausgeblasen hatte. Was er wohl vorgehabt hatte. Okay, der Hut ist wirklich verräterisch. Wir haben Artefakt. Die Form stimmte mit dem Symbol der Tabula Veritatis auf dem Gemälde überein. Das musste es sein. Nico! Was? Ist das etwa das, wofür ich es halte? Das musste die Tabula Veritatis sein. Genen hatte sie also doch gefunden. Sie wirkte so klein, so unschuldig. Warum hatte Simeon sie böse genannt?
Warum waren so viele dafür gestorben? Und warum all die Mühe, sie versteckt zu halten? Außer sie war tatsächlich so gefährlich, wie Simeon behauptet hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Die Schöpfung neu schöpfen oder erschaffen oder so. Okay, ich wollte mir doch noch alles ansehen. Es war eine alte Feldflasche. Sie war schon lange leer getrunken worden. Schade. Die können wir nicht mitnehmen. Ein alter Handscheinwerfer. Er hatte wohl etwa zur selben Zeit den Geist aufgegeben wie Genen. Auch sehr schade. Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Was steht da? Ex luce veritas. Durch Licht zur Wahrheit. Dieselben Worte hatte ich auf dem Fresko in Castel del Sans gesehen. Gut. Eine Fotografie. Eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Gucken wir uns an. Na, George. Eine alte Schwarz-Weiß-Fotografie. Es war das Foto einer alten Tontafel. Genen hatte etwas draufgeschrieben. Jemand, vermutlich Genen, hatte sich die Zeit genommen, die Symbole zu entziffern. Auf den ersten Blick schien es um die Heldentaten eines gewissen Sonnenkönigs zu gehen. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Was? Sonnenstadtreich? Brennende Feindstadt? Zweistromreich? Dann Sonnenuntergangsberg und dann aufsteigende Stadt, oder wie? Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Haxe für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Okay. Shi Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Ja, wir sehen schon. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Ip on Xe drei Königreiche. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Aber gut, eine Karte. Unter Genens vertrocknetem Arm klemmte eine alte Karte. Es war etwas draufgeschrieben. Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Danke für den Hinweis. Danke. Ich hatte die Taste gedrückt gehabt für das Stummschalten. Danke, Lotti. Ich habe gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was wir hier machen müssen, weil da sind ja einige Buchstaben dick geschrieben. Andere sind dünn. Und da ist ja ein A, B, C und ein D dick geschrieben. Passt zu dem, was wir vorher gefunden hatten. Da war das auch mit A, B, C und D. Aber wie der Zusammenhang ist... Das musste Genen sein. Dann war sein Leichnam schon seit Jahrzehnten hier. An der Seite seines Kopfes war ein Einschussloch. Er hatte hier festgesessen wie wir und hatte den Freitod gewählt. Na dann los, hier liegt die Waffe. Ich hob die alte Pistole auf. Sie war so stark verrostet, dass sie nie wieder schießen würde.
Nein, wir haben keine Möglichkeit, die gleiche Alternative wie er zu nehmen. Okay, wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen ja lebend hier wieder raus, damit es irgendwann einen sechsten Teil vielleicht mal geben kann. Ein Filzhut, genau wie der in Genens Truhe im Kastell. Die Jahre waren nicht spurlos daran vorübergegangen. Witzig, der im Kastell lag in einer Truhe und ist nicht einen Tag gealtert, war noch vollkommen in Ordnung. Der hier in einer abgeschlossenen Ruine liegt, wo ja eigentlich auch keine Luft richtig reinkommt, der ist verwittert. Naja, alles gut. Gut, hier ist sonst nichts. So eine Statue. Ah. Auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist dann das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Yep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei... Sieht so aus. Ist? Alles gut. Ich frag mich, ob es wirklich irgendeine Gruppe namens Gnostiker gibt oder ob die hier nur erfunden worden ist. Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Wie der alte Mann hier. Der ist auch grün. Die Figur war einmal grün gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Wahrscheinlich. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Interessant eigentlich, dass Luzifer blau hat, nicht rot. Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Ah, und im Zentrum ist die Frau. Die Frau auch gleich der Tabula... Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Genau. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Ah, nicht ganz. Guck mal, die Statue können wir drehen. Dann ist die Tür... Eine Figurengruppe blickte nach oben zur Tabula. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen. Okay, und die Tabula selbst, die können wir... Na komm. Das wäre nutzlos. Okay, na dann gucke ich mir mal die Statue an. Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Was bringt das? Hey, Nico! Wonach suchst du? Ich bin noch nicht sicher, aber die Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Der Grinsebube da drüben sieht das sicher anders. Ach, George, ihm fehlte eben der weibliche Blick fürs Detail. Nee, der sah das auch so, aber... Aber was bringt mir denn das mit der Statue hier gerade? Ich gab der Statue noch einen Stoß. Ja, schön. Warum bleibt der nicht einfach oben drauf? Gut, einmal um die eigene Achse gedreht. Aber das bringt ja gar nichts. Der Übersetzung zufolge hatte irgendein Sonnenkönig die Tabula Veritatis früher in seinem Besitz gehabt. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis.